1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo, Freunde von Herz, Seele, Ball. Das ist die Ausgabe für Montag. Ich bin wieder da. In meinem geliebten kleinen Ort. In meinem Schlosspark. Und in Wimbledon war es auch schon die Woche. Aber dieser Fußmarsch jeden Tag. So genug darüber gejammert. Ich weiß, kann ja kein Mensch mehr hören. Es war wirklich hart. Gestern gab es eine große Preisverleihung im GOP-Theater in Essen. Auch zu sehen war das live bei MUX TV, bei Martin Ernst, meinem Lieblingspartner. Und Jörg Pilawa, so, ich musste überlegen, und Norbert Dobeleit, sowie meine Wenigkeit, sollten also diese Auszeichnung bekommen. Hier ist ein Foto davon. Da seht ihr den lieben Jörg, Norbert Dobeleit und mich. Aber wo ist Jörg Pilawa? Einfach nie aufgetaucht. Weiß nicht, ob ihm der Preis nicht groß genug war oder so. Vielleicht hat er auch eine Quizshow irgendwo aufgezeichnet. Er hatte zugesagt, aber er war nicht da. Das ist wiederum im Nachhinein zu einem Glücksfall für mich geworden. Warum? Ganz am Ende des heutigen Podcasts. Boah, es war anstrengend, sage ich euch. So eine Feier ist immer anstrengend. Es war ein toller Sportsonntag. Mit Tatjana Maria und Jule Niemeyer. Beide sind ins Viertelfinale eingezogen in Wimbledon und spielen jetzt gegeneinander, sodass wir ein deutsches Mädchen, eine deutsche Frau, die eine ist 22, die andere ist 34, also zwei deutsche Frauen, im Halbfinale haben. Oder eine wird ins Halbfinale kommen. Ruhe hier. Hat man denn nicht mal seine Ruhe? Unfassbar. Dann habe ich Tour de France geguckt. Und über Wimbledon werden wir gleich noch sprechen, weil ich meinen Kollegen Moritz ein bisschen vorstellen wollte, der da immer die Interviews macht, ein netter Kerl. Dann, historisch habe ich gelesen, Mick Schumacher holt seine ersten Formel-1-Punkte. Das ist wirklich historisch, so fing das mit Michael damals auch an. Und was dann daraus wurde, wissen wir ja. Aber das hat RTL heute dick abgefeiert. So, ich hoffe, ihr habt euch das Foto in aller Ruhe angeguckt. Jörg von Thorer hat geschwitzt. So, und nun machen wir ein ganz klein wenig Werbung. Kommt gleich wieder. Schatz, Kinder, es reicht. Wir wechseln alle zur Telekom. Oh, heißt das, ich surfe unterwegs mit 5G? Kriegen wir dann mehr Datenvolumen? Ja, genau. Und je mehr wir sind, desto günstiger wird's. Die neuen Magenta-Mobilangebote im größten 5G-Netz. Zum Beispiel zu viert im Durchschnitt nur 19,95 Euro monatlich pro Karte. Mehr teilen, mehr erleben, mehr sparen. Für alle, die Familie sind. Nur bei der Telekom. Da bin ich schon wieder. Um euch einen jungen Kollegen vorzustellen, so in einem 1,5-Minuten-Gespräch, das ich noch in Wimbledon geführt habe mit Moritz Lang, dem Tennis-Reporter jetzt bei Sky. Also er muss immer nach Spielschluss mit Gewinnern und Verlierern sprechen. Er macht das auch sehr nett und sehr gut, wie ich finde. Und ist einfach ein netter Kollege. Und deswegen das Kollegengespräch mit Moritz Lang aus Wimbledon. Und endlich die beliebte Interviewreihe Kollegen befragen Kollegen. Moritz von Sky berichtet hier die ganze Zeit über dieses großartige Turnier. Und ich habe immer wahnsinnig intelligente Fragen. Moritz, gibt es eine Tennisspielerin oder einen Tennisspieler, den du besonders gerne magst, abseits vom Sportlichen? Oscar Otte, ganz klar. Der ist so lustig, der ist so cool, der macht so viel Spaß. Und ganz wichtig, der kommt auch mal von sich auf einem zu und sagt, hallo, wie geht's dir, was ist los, wie geht's deinen Kindern? Bei den Damen Angie Kerber, die fragt auch immer. Ja, ist eine sehr nette, die Angie. Ich kannte mal ihren Manager sehr gut, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich wollte dich ja befragen. Der hat doch irgendwas verloren, ne? Sein Glücksbringer oder sowas. Oder ist er eingetroffen? Er hat einen Glücksstein und es gibt ja gerade Gepäckchaos bei Flügen weg. Und er glaubt auch nicht, dass er ihn wiederbekommt. Die Tasche scheint verschwunden, nicht mehr aufgetaucht. Und er verabschiedet sich so ein bisschen davon. Sehr vernünftig, aber glaube, ist nie gut. Moritz, ich werde andauernd danach gefragt. Deswegen frage ich das jetzt mal. Was ist für dich das Charismatische, das Besondere an Wimbledon? Ja, blöderweise ist es das, was alle sagen. Ja. Und die das sagen alle? Ja, ehrlich? Oh. Ihr seht so, haben sie noch nicht gegessen. Wo werden die noch mal gepflückt? Das weiß ich nicht. In Kent. In Kent natürlich. Ich werde gepflückt, lieber Uli. 31 Kilometer von hier entfernt. Und alle denken natürlich in Deutschland Erdbeeren mit Sahne, das sei dann Schlagsahne aufgeschlagen. Aber nein, es ist flüssige Sahne und ich liebe es. Du liebst diese flüssige Sahne, die sonst in den Kaffee kommt? Ja, halt auf den Erdbeeren. Was ich immer sage, die bei Sky sind sonderbar.
Und zum guten Schluss, ich habe es ja gesagt, gut, dass er nicht da war, der Jörg Pilawa, weil er ja, keine Ahnung, eine Quizshow aufzeichnen muss. Mein Preis, bitte schön das Foto einblenden, Martin, mein Preis hat sich in nichts aufgelöst. Ein böser Sturz am Sonntagmorgen mit Verletzungen, Schnittwunden, einer Beule am Kopf und einer kaputten goldenen Sonne. Aber Andreas Lambeck, der großartige Initiator der goldenen Sonne, der hat mir versprochen, ich kriege eine neue. Boah, Glück gehabt, dass Herr Pilawa nicht da war, sonst wäre die Sonne ja weg gewesen. Also ihr seht, manchmal profitiert man davon. So, das soll es gewesen sein. Eine schöne Woche wünsche ich euch und wir sehen uns erstaunlicherweise wieder und ich werde berichten aus der Lutherstadt Wittenberg, aus Ricklingen, von unterwegs, über Wimbledon. Also bitte haltet mir ein bisschen die Treue. Würde mich freuen. Tschüss. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.